waren Sammeln, Bauen, Gestalten. Ich bin der André und das ist der... Leon. Genau, ja, und es geht wieder weiter und zwar mit Folge 5. Wir haben die 5. Zeitung schon bekommen und ja, da wollen wir direkt mal reinschauen. Packst du die mal aus? Ja. So. Hier ist wieder so eine Zeitung, die hatten wir auch schon im 4. Also die ist immer dabei. Ja. Ist ja immer eine Zeitung zum Lesen, wa? Wir brauchen ja ein bisschen Lektüre. Oh, diesmal ist hier sogar Zettel dabei. Ich bin kein Zettel. Weißt du nicht. Lieber Miniatur-Modellbau-Fan, wir sind stets darum bemüht, Ihnen in allen Bereichen den bestmöglichen Service zu bieten. Leider gibt es unvorhersehene Ereignisse. Aha, na das ist aber natürlich dazu führen, dass uns dies nicht immer zu gelingt. Diesmal hat uns am Mittwochabend, dem 3. Februar 2016, ein Schiffsunfall auf der Elbe einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aufgrund eines Ausfalls der Ruderanlage auf dem Weg in den Hamburger Hafen nahe der Elbinsel Lüe-Sand ist die CSCL Indian Ocean auf Grund gelaufen. Gottes Willen! Die Bergung erweist sich als äußerst zeitaufwendig und schwierig aufgrund der Größe des Frachters. Die CSCL Indian Ocean ist eine der größten Containerschiffe der Welt. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Infoblatts, 8. Februar 2016, befindet sich bedauerlicherweise auf dem Schiff auch ein Container mit den Miniaturmodelleisenbahnbauteilen Kirche, welche die Ausgabe 5 vorgesehen waren. Durch die Havarie und die langwierige Bergung wird die Lieferung leider nicht rechtzeitig im Verlag ankommen. Die aktuelle Ausgabe 5 erscheint zwar wie geplant, jedoch nur mit dem Set 5 Bäume. Die Kirche, die Sie ebenfalls mit der Ausgabe 5 erhalten sollten, werden wir schnellstmöglich in einer der nachfolgenden Ausgaben beifügen. Wir hoffen, wir können Ihnen die Kirche zusammen mit der Ausgabe 7 am 9. März oder spätestens Ausgabe 10 liefern. Wir bitten vielmals um Verständnis. Oh, das ist aber nett, wa? Ja. Oh, das ist ja eine sehr traurige Geschichte, muss ich ja sagen, also dass sie das mit reingepackt haben, dass im Hamburger Hafen ist das Schiff auf Grund gelaufen. Das ist ja krass. Das ist kaputt und das ist untergegangen. Also es ist nicht ganz untergegangen, aber es liegt jetzt da im Wasser und kann nicht weiterfahren, weil da jetzt alles voll mit Wasser ist in dem Schiff. Und da waren Container mit drauf, wo die ihre Bauteile drauf haben. Und ich hatte letztens mit dem Support telefoniert und da hat die Frau mir am Telefon schon gesagt, dass bei der 5 eigentlich eine Kirche dabei ist. Aber die kommt halt nicht. Aber das finde ich ja echt krass, dass sowas passiert. Okay, aber es ist trotzdem sehr nett, muss ich sagen, dass sie sich darum kümmern. Und ja, wir hoffen für De Agostini und auch für die ganzen Leute da von dem Schiff, ja, dass sie das wieder auf die Reihe kriegen, war, dass sie das Schiff aus dem Wasser da rauskriegen. Okay, gut. Da wollen wir mal nicht böse sein. Kann ja mal passieren, sowas. Dann wollen wir einfach mal ohne der Kirche weitermachen. In der Zeitung steht wie immer ein bisschen Lektüre drin. Und hier hinten, was heute dabei ist. Also diese Kirche wäre dabei gewesen. Ja. Auf die müssen wir uns, da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, bis die da ist. Achso, und die Vorbereitung auf den Unterbau, ja, für den Rahmen. Ja, ich hatte ja schon gesagt im letzten Video, dass ich den Rahmen schon fertig habe, ja. Also hier wird es nochmal gezeigt, wie man den baut. Es gibt auch was zu bemängeln bei dem Rahmen, muss ich sagen. Und zwar, den haben sie nicht stabil genug gemacht. Also die haben, es sind 4 Rahmen, ja, 4 Elemente, die sie gebaut haben. Und die sind nur mit so kleinen Schrauben, ja, so dünn, immer mit 3 Schrauben zusammengeschraubt. Und die ganze Konstruktion ist wackelig. Und wenn die Eisenbahnplatte irgendwann mal fertig ist, dann... Also man dürfte die Platte nicht anfassen, ja? Sonst würde die wahrscheinlich durch das Gewicht auseinanderbrechen. Und finde ich natürlich schade. Und da muss ich mir selber was bauen. Also die wird noch verstärkt, ja? Will ich nur mal dazu sagen, dass das... aber sonst ist es in Ordnung. Es war okay, das Holz. Und es war auch gut zu verarbeiten. Gut, okay, genug von mir gequatscht. Was ist denn heute in der Ausgabe eigentlich drin, außer die Kirche? Heute sind nur Bäume mit dabei. Oh, ein paar Bäumchen, ja. 5 Bäumchen haben wir da. Mehr ist es heute leider nicht. Auf die Kirche warten wir und natürlich auf unser Geschenkeset. Wir hoffen ja auf Ende des Monats, soll ich nochmal eine Lieferung kriegen im März.
dass wir da unser Werkzeugset bekommen, wa? Ja. Damit wir mal richtig schrauben und mit einer Lampe ist da auch mit bei, damit wir das auch kriegen, wa? Okay, ja, das war's dann von uns wieder, kurz und knackig mit Ausgabe 5. Wir bedanken uns recht herzlich, dass ihr wieder so fleißig eingeschaltet habt. Abonniert unseren Kanal weiter, ja, ihr seid ja einfach die Besten da draußen. Wir sind schon bei über 100 Abonnenten, ja, das macht uns völlig glücklich und ja, wir freuen uns, dass ihr jedes Mal immer wieder einschaltet und uns dabei zuschaut, wie wir diese Modelle immer bauen. War Leon? Ja. Genau. Okay, dann wünschen wir euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal, heißt es. Euer André und Leon. Ciao. Ciao.